Hallo, liebe Rollenspieler, erstellen wir einen Call of Cthulhu-Charakter mit dem Setting der 20er Jahre. Ein paar Worte zu den Charakteren in Call of Cthulhu. Die nennt man Investigator, weil deren Grundmotivation darin besteht, den Cthulhu-Mythos, die verborgene Welt, das Mysteriöse zu verstehen, zu erkennen, zu untersuchen. Fangen wir an mit dem Erstellen des Charakters. Am besten ihr druckt euch das Charakterdatenblatt aus. Ein Link dazu findet ihr in der YouTube-Kommentarsektion unter diesem Video. Und dann, wenn ihr das getan habt, fangen wir zusammen an. Mein Testcharakter hier, den nenne ich mal Chris O'Donnell. Wird gespielt von mir. Beruf. Der Beruf ist relativ wichtig, da er entscheidet, welche Fertigkeiten wir dann aussuchen können. Dazu empfehle ich euch die Schnellstartregeln, die es kostenlos von Pegasus Spiele gibt. Da findet ihr auch einen Link zu denen in der Kommentarsektion. Auf Seite 7 ist eine kurze Liste mit Berufen. Im Spielerhandbuch von Call of Cthulhu findet ihr natürlich eine erschöpfende Liste. Aber für einen Startcharakter, für einen Anfängercharakter ist diese Liste hier völlig ausreichend. Da könnt ihr auswählen zwischen Akademiker, Arzt, Privatdetektiv, Schriftsteller. Ich mache mal aus Chris O'Donnell einen Schriftsteller. Geburtstag, Alter. Das Alter des Charakters wirkt sich auf seine Attribute aus. Dazu habe ich ein paar Listen vorbereitet. Was ihr übrigens auch braucht für die Charaktererstellung sind 3W6 und ein Satz Prozentwürfel. Prozentwürfel sind 2W10, von denen einer die Einserstellen repräsentiert und der andere die Zehnerstellen. Da die Fertigkeiten und Attribute in Call of Cthulhu Prozentwerte sind, braucht ihr, um Proben auf diese zu würfeln, halt entsprechend diesen Satz. Das Alter von meinem Testcharakter ist jetzt einfach mal 42. Geschlecht von Chris ist männlich. Wohnort. Die Standardstadt für Call of Cthulhu ist Arkham. Und geboren ist Chris in New York. So. Nun zu den Attributen. Stärke erwürfelt man mit 3W6. Das ist jetzt 12. Und tragen wir hier unten ein in die untere Ecke. Dann multiplizieren wir das mit 5 und tragen den Wert da ein. Ich erkläre gleich, was diese drei Kästchen sind. 12 mal 5 sind 60. Und dividieren den Hauptattributswert durch 2 und tragen ihn da ein. 30. Nun, diese drei Kästchen. Das große Kästchen ist der Attributswert. Stärke von 60 hat Chris. Das obere kleine Kästchen ist die Hälfte und das unten ist ein Fünftel des Attributswerts. Wenn ich den Attributswert mit einer Probe unterschreite, habe ich einen Erfolg. Sagen wir mal, ich habe 47 gewürfelt, dann habe ich einen Erfolg in der Stärkeprobe. Unterschreite ich die Hälfte, habe ich sogar einen schweren Erfolg und unterschreite ich ein Fünftel, so habe ich einen extremen Erfolg. Und dann gibt es natürlich noch den Wurf einer 1. Das ist der kritische Erfolg. Konstitution ist jetzt 13 mal 5, 65 durch 2 abgerundet, 32.
Bei der Körpergröße des Charakters bekommt man eine 6 geschenkt und würfelt nur 2 Würfel. 15, 75 und 35 plus 2 sind 37. Die Gewandtheit, Geschick, wieder 3 Würfel. Das Erscheinungsbild, das ist Charisma. 9. 45 und 22. Die Intelligenz des Charakters, darunter steht Idee. Und das bedeutet, dass wenn man im Spiel nicht weiterkommt, kann man auf Intelligenz würfeln, um eine Idee, einen Tipp vom Spielleiter zu bekommen. Auch hier bekommt man wieder eine 6 geschenkt und würfelt nur mit 2 Würfeln. 13, 65 und 32. Mana ist sozusagen die Willenskraft und wichtig für die Stabilitätspunkte des Charakters, also seine Widerstandskraft gegen den Horror und auch wichtig für die Ermittlung der Magiepunkte. 3W6 würfeln. Und hier habe ich jetzt 9. 9, 45 und 22. Und bei der Bildung könnt ihr wieder eine 6 so bekommen. 14. Hatte ich das nicht schon mal? Nein. Okay. 70 und 35. Nun, ich sagte ja vorhin, dass das Alter sich auf die Attribute auswirkt. Und das geht wie folgt nach dieser Tabelle. Gewählt habe ich 42. Das ist ein Alter zwischen 40 und 49 und bedeutet somit, dass ich 5 Punkte in beliebigen Anteilen von Stärke, Konsti und Gewandtheit abziehen muss. Da ziehe ich einfach mal die kompletten 5 Punkte von der Konstitution ab. Dadurch ändern sich dann natürlich auch die Hälfte und das Fünftel. Dann bedeutet das Alter auch, dass er 5 Punkte seines Erscheinungsbildes verliert, dass er weniger attraktiv wirkt. Sich 20 und ein Fünftel davon sind 8. So, ein höheres Alter bedeutet aber auch mehr Wissen, mehr Bildung. Dafür bekommen wir jetzt eine Chance, die Bildungswerte zu steigern, indem wir sozusagen eine Antiprobe machen. Wir müssen bei dem Wurf nicht den Wert unterschreiten, sondern überschreiten. Nicht? Je höher der Wert ist, desto unwahrscheinlicher wird es, somit die Probe erfolgreich zu beenden. Hier habe ich jetzt eine 3 und eine 0, also eine 3 gewürfelt, bringt nichts. Ich muss über 70 kommen, auch bei der zweiten Probe nicht geschafft. Hätte ich jetzt eine von den beiden oder sogar beide geschafft, sozusagen eine 80 oder so gewürfelt, 81, dann dürfte ich einen W10 nehmen und das Ergebnis des Wurfes mit dem W10 auf meine Bildung addieren. Bei den beiden Tests habe ich es nicht geschafft, also kein Vorteil durch mein höheres Alter. Nun weiter zu der Bewegungsweite. Die Bewegungsweite bestimmt, wie viel Meter man in einer Kampfrunde hinter sich bringen kann, ist wichtig für Verfolgungsjagden. Hier gibt es drei Werte, 7, 8 und 9. Bewegungsweite 7 hat man, wenn Stärke als auch Gewandtheit unter der Körpergröße liegen.
Bei mir ist das sogar der Fall. Stärke 60 und Gewandtheit 60 sind kleiner als 75. Also ist meine Bewegungsweite 7. Wäre einer der beiden gleich groß oder größer als die Körpergröße, dann wäre eure Bewegungsweite 8. Sind beide Stärke als auch Geschick größer oder gleich der Körpergröße, dann ist eure Bewegungsweite 9. Nun weiter zu den Trefferpunkten. Trefferpunkte sind Konstitution plus Körpergröße geteilt durch 10. 60 plus 75 sind bei mir 135, geteilt durch 10 sind 13,5, abrunden 13. Meine Trefferpunkte sind 13 TP. Das kreise ich auch noch hier einmal ein. Stabilitätspunkte. Stabilitätspunkte entsprechen eurem Mana-Wert. Bei mir ist das 45. Meine Anfangsstabilität ist 45. Die Maximalstabilität ist bei Startcharakteren 99. Nun zu den Magiepunkten. Magiepunkte sind ein Fünftel des Mana-Wertes. Bei mir sind das 9. Ich kreise auch noch meine Stabilitätspunkte ein, 45. Und Glück, da würfelt ihr wieder mit 3W6 mal 5, wie bei den Attributen. 3W6, was? 12, 17 mal 5 sind 85. Glückswert von 85. Nun zu den Fertigkeiten. Hier seht ihr am Beispiel Anthropologie, da ist ein Kästchen davor, Anthropologie die Fertigkeit. Eingeklammert ist ein Prozentwert, in diesem Fall 1%, und dahinter drei Kästchen. Anthropologie von 1%, also das ist der Standardwert für alle Charaktere. Die Werte, die hier stehen, das können alle Charaktere, das ist der Basiswert für diese Fertigkeiten. Das Kästchen davor, das ist für den Fall, dass man die Fertigkeit im Spiel eingesetzt hat, dann kommt da ein Kreuzchen dran und man kann es am Ende des Abenteuers steigern mit so einem Check wieder. Man würfelt über den Wert und ist man drüber gekommen, dann kann man einen W10 nutzen, um die Fertigkeit zu steigern. Diese drei Kästchen hier sind auch wieder wie hier für den regulären Wert, für die Hälfte des Wertes und für ein Fünftel des Wertes. Nun, die Fertigkeiten unterscheiden sich in zwei. Man hat Berufsfertigkeiten und Hobbyfertigkeiten. Ich habe Schriftsteller gewählt, schaue daher in die Liste und wähle sechs Fertigkeiten aus dieser Liste. Für Schriftsteller, das ist dann Bibliotheksnutzung. Hier steht Bibliotheksnutzung 20%. Wie viele Punkte kann ich drauf verteilen? Das Vierfache der Bildung. Bildung mal 4. Es gibt noch andere Methoden, in denen berufsspezifisch ermittelt wird, wie viele Punkte man hat. Es gibt auch noch, wie hier in den Schnellstartregeln, einen Satz vorgegebener Punkte. Mir gefällt am besten diese Bildung mal 4 Methode. 70 mal 4, das ist dann 280. Meine erste Fähigkeit, Bibliotheksnutzung, hat 20%. Ich packe da 40 weitere drauf, dann bin ich auf 60%. 280 minus 40. Dann kann ich noch wählen eine Fremdsprache. Fremdsprache 1%, da habe ich dann mit Chris Französisch und packe weitere 40 hier auf Französisch. Dann komme ich auf 41. Dann habe ich noch Geschichte. Geschichte 5% vorgegeben. Da tue ich nur 30 drauf und komme auf 35. Diese Werte danach, die fülle ich jetzt erstmal nicht aus, um Zeit zu sparen.
110 habe ich bereits ausgegeben, 170 habe ich noch. Ah ja, noch ein paar Worte, bevor ich die nächsten drei Fertigkeiten auswähle. Hier gibt es Fertigkeiten, die sind speziell, zum Beispiel Xulu-Mythos 0%. Da solltet ihr nichts drauf tun. Startcharaktere haben in der Regel noch nichts zu tun gehabt mit dem Mythos. Das bleibt 0. Die Finanzkraft, wie viel Geld man hat, das ist in Call of Cthulhu eine Fertigkeit. Da solltet ihr schon was drauf tun. Außer ihr wollt einen Habenichts spielen, was ja auch geht. Dann gibt es noch speziell das Ausweichen. Ausweichen beträgt einfach die Hälfte eurer Gewandtheit. Ist ja auch logisch. In meinem Fall 30. Dann habt ihr noch Muttersprache. Die Muttersprache ist einfach der Wert der Bildung. Bei mir 70. Ich habe also in Englisch den Wert 70. Dann gibt es hier noch leere Felder. Die könnt ihr füllen mit Fertigkeiten, die hier nicht aufgelistet sind, aus dem Regelwerk oder die ihr euch ausgedacht habt. Dafür sind die leeren Felder da. Nun weiter mit der vierten Fertigkeit, Berufsfertigkeit. Das ist Handwerk, Literatur. Handwerk, Literatur. Für den Schriftsteller, und da packe ich dann, da er Schriftsteller ist, Literatur satt 65 Punkte extra. Mit den 5 vorgegebenen sind das 70. 65. Dann sollte ich die Finanzkraft natürlich nicht vergessen. Untere Mittelschicht ist halt so 40%. 40% Finanzkraft. Wie viel habe ich jetzt noch? 110, 150, 100, nee, 215 bleiben mir noch 65 Punkte übrig für Okkultismus zum Beispiel. Okkultismus, da packe ich 50 Punkte drauf und komme damit auf 55. Und 15 bleiben mir übrig für Psychologie. 25% Psychologie. So, ich glaube, das war jetzt alles richtig. Dann habe ich jetzt, wie gesagt, noch Hobbyfertigkeiten. Die Punkte für die Hobbyfertigkeiten werden ermittelt durch Intelligenz mal 2. In meinem Fall 65 mal 2 sind 130 Punkte. 130%, die nichts mit dem Beruf zu tun haben müssen. Da packe ich auf eine der wichtigsten Fertigkeiten in Call of Cthulhu einige Prozentpunkte, nämlich verborgenes Erkennen. Wichtig, weil das im Prinzip die Wahrnehmungsfähigkeit des Charakters ist, ob ihm nichts entgeht. Da sind 25% vorgegeben. Das erhöhe ich auf 65, also 40% Punkte drauf. 65, 40 weg, habe ich noch 90. Nahkampf-Handgemenge. Ja, er soll sich zur Wehr setzen können. Das erhöhe ich auf 50. Dann sind hier 25 Punkte weg. Dann soll er mit Waffen umgehen können. Nein, aber ich möchte, dass er gut Auto fahren kann. 20%. Das geht jetzt auf 70%. Dann sind das 50% Punkte, 75 und 40 sind 115, bleiben mir noch 25, nee, 15 Punkte übrig. 15 Punkte auf Spurensuche. Sorry für den Kamerazoom, wenn er verrückt spielt und wenn ich mich hier verrechnet habe. Nun, dann ist hier noch der Schadensbonus, um die Statur zu ermitteln. Das geschieht über eine Tabelle.
Schadensbonus und Statur. Da rechnet man Stärke plus Größe. Stärke plus Größe, bei mir 60 plus 75 sind 135. Und dann schaut man, wo liegt der Wert. Bei mir 135 liegt zwischen 125 und 164. Tatsächlich. Nee, 100, doch 135. Oh, respektabel. Also, bei mir liegt 135 zwischen 125 und 164. Das bedeutet, ich habe einen Stärkebonus von einem W4. Einem W4. Und eine Statur von 1. In der Regel liegen Charaktere mit ihrem Stärke plus Größewert zwischen 85 und 124, was bedeutet, dass sie keinen Stärkebonus und keinen Statur, weitergehenden Staturwert haben. Dann auf zur nächsten Seite. Hier sehen wir die Hintergrundinformationen. Die sind aufgeteilt in ein rechtes Feld und ein linkes Feld. Das linke Feld solltet ihr ausfüllen, tue ich jetzt nicht, um Zeit zu sparen. Da ist halt eine nähere Beschreibung eures Charakters, welchen Glauben, Weltanschauung er hat, wichtige Personen. Diese Informationen sind wichtig, um Stabilitätspunkte zurückzuerlangen, wenn er Kontakt hatte mit dem Horror sozusagen und Stabilitätspunkte verloren hat, kann er zum Psychologen gehen oder. Und unter anderem halt sich mit seinem Hintergrund befassen, eine geliebte Person besuchen, bedeutsame Orte. Diese Seite müsst ihr erstmal nicht ausfüllen. Verletzungen und Narben, Phobien, das sind Dinge, die während des Rollenspielens entstehen. Dann auf zum nächsten Feld. Das ist Geld und Anlagenbesitz. Das hängt von eurer Finanzkraft ab und wird über eine Tabelle ermittelt. Meine Finanzkraft ist 40 und auf dieser Tabelle sehen wir, 40 liegt zwischen 10 und 49 und bedeutet, meine Barschaft, also das Bargeld, das ich habe, das ich im Portemonnaie oder unterm Kissen habe, ist Finanzkraft mal 2. 40 mal 2, also 80 Dollar. Und die Geldanlagen ist Finanzkraft mal 50. Also 40 mal 50 sind 2000 Dollar. Und das ist das Geld, also die Geldanlagen, mit dem ihr eure Ausrüstung und euren Besitz kaufen könnt. Was kosten die Dinge in den 20er Jahren? Da gilt die Faustformel Euro durch 20. Wenn jetzt ein guter PKW gebraucht 10.000 Euro kostet, dann kostet er 10.000 durch 20 500 Dollar. 500 Dollar für einen guten PKW, ein Ford Model T, ein gängiges Fahrzeug damals. Und dann füllt ihr einfach hier weiter aus, was ihr für besondere Ausstattung habt, Waffen, keine Ahnung was. Und schaut, dass ihr ein Gleichgewicht behaltet zwischen Geldanlagen und Besitz. Als letztes Feld für die Charaktererschaffung haben wir hier andere Charaktere. Das sind eure Kontakte. Da wäre es sinnvoll, wenn zumindest ein Kontakt einen Bezug zu eurem Beruf hat. Bei mir ist Schriftsteller, da würde ich hier reinschreiben, Redakteur John sonst was. Und nett gegenüber dem Rollenspielleiter wäre es, wenn ihr noch andere Spieler mit in eure Kontakte aufnimmt, so dass es für den Rollenspielleiter einfacher wird, die Gruppe zusammenzubringen. Das war's dann soweit für die Charaktererschaffung. Dann gehe ich noch auf diese kurze Regelübersicht ein. Erfolgsstufen. Ihr kennt von anderen Rollenspielen wahrscheinlich, dass es vier Erfolgsstufen gibt. Es gibt den Erfolg, den einfachen, den Misserfolg, dann gibt es den Patzer und den kritischen Erfolg. Und bei Call of Cthulhu, wie euch eben aufgefallen ist, gibt es halt noch den schwierigen Erfolg und den extremen Erfolg. Der wird wichtig bei vergleichenden Proben und wenn eine Sache einfach schwieriger war, dann kann der Rollenspielleiter sagen, ja, dafür musst du jetzt
mindestens einen schwierigen Erfolg erzielen. Hier unten steht halt, wie viel man erreichen muss, um das, damit das eintrifft. Bei Patzer steht 100, Querstrich 96 plus. Das bedeutet, bei 100 patzt man, wenn der Wert, auf den gewürfelt wird, 50 oder größer ist. Und man patzt bereits bei 96, 97, 98, 99 und 100, wenn der Wert unter 50 liegt. Als Beispiel: Ein Wert, der über 50 liegt, ist bei mir Autofahren mit 75. Ich patze da erst bei 100. Ein Wert, der unter 50 liegt, ist Geschichte mit 35%. Da patze ich bereits bei 96 plus. Probe forcieren. Das bedeutet, wenn man eine Probe nicht geschafft hat, einen Misserfolg hatte und dem Spielleiter erklären kann, wieso man rollenspieltechnisch in der Lage ist, diese Probe also neu zu versuchen, dann kann der Spielleiter erlauben, den Würfelwurf zu wiederholen. Zum Beispiel, ihr musstet klettern an eine Wand hoch und der Kletternwurf, der ist misslungen. Und dann könnt ihr erklären, weshalb ihr jetzt da nochmal irgendwie, zum Beispiel, der ist misslungen, weil die Steine runtergebröckelt sind unter eurem Griff. Dann erklärt ihr, ja, ich klettere schneller oder an einer anderen Stelle so. Und wenn der Spielleiter das akzeptiert, dann dürft ihr die Probe forcieren. Der große Nachteil beim Forcieren einer Probe ist, dass vier von den möglichen Ausgängen wegfallen, nämlich schwieriger, extremer und kritischer Erfolg als auch der Misserfolg. Wenn ihr beim Forcieren einer Probe Erfolg hattet, dann ist es immer nur ein regulärer Erfolg. Wenn ihr Misserfolg hattet, dann ist es automatisch ein Patzer. Weiter zu Wunden und Heilung. Erste Hilfe heilt ein TP. Medizin, die Fähigkeit Medizin heilt ein W3 Trefferpunkte. Eine schwere Wunde erleidet ihr, wenn auf einen Schlag die Hälfte, mindestens die Hälfte eurer TP verloren gegangen ist. Das bedeutet für Chris O'Donnell 13 ist die Hälfte, da ist die Hälfte 6,5. Wenn er 7 oder mehr TP auf einen Schlag verliert, mit einem Schuss aus einer Pistole oder einem Sturz vom dritten Stock, dann muss ich hier ankreuzen, schwere Wunde erlitten. Stimmt, wenn eine schwere Wunde erlitten wurde, dann würfelt man auf Konstitution. Ist die Probe gelungen, bleibt man wach. Ist sie nicht gelungen, ist man bewusstlos. Null TP erreicht, wenn man eine schwere Wunde hat. Null TP erreicht ohne schwere Wunde, dann ist man bewusstlos. Dann kann innerhalb der ersten Stunde erste Hilfe angewandt werden. Und man erhält ein TP zurück und danach kann auch Medizin angewandt werden. Man kommt dann aus dem bewusstlosen Zustand heraus. Anders ist es, wenn man eine schwere Wunde hat und 0 TP erreicht hat, dann liegt man im Sterben. Im Sterben liegen bedeutet, dass man jede Kampfrunde, also alle paar Sekunden, eine Konstitutionsprobe würfeln muss. Ist sie erfolgreich, muss man nächste Runde erneut eine Konstitutionsprobe würfeln. Ist sie nicht erfolgreich, ist der Charakter tot. Aus diesem Zustand kommt man heraus, wenn erste Hilfe an dem Charakter ausgeübt wurde. Dann hat man eine Stunde Zeit und dann geht es halt wieder los mit den Konstiproben. Innerhalb dieser einen Stunde sollte der Charakter dann ins Krankenhaus gebracht werden oder ein Spielercharakter sollte Medizin an ihm angewandt haben. Dann, erst wenn Medizin angewandt wurde, kann er aus dem kritischen Zustand heraus. Die natürliche Heilung eines Investigators liegt bei einem TP pro Tag ohne schwere Wunde. Natürliche Heilung. Das bedeutet natürlich, man kann durch Medizin und Arztbesuche und etc. Schneller heilen als ein TP pro Tag. So, das war's. Danke fürs Zugucken und viel Spaß beim Call of Cthulhu spielen.